Wow, seht euch nur den vielen Verkehr in Car City an. Das müssen diese Straßenarbeiten sein, die alle aufhalten. Hey, hier ist Frank das Feuerwehrauto mit seinem Sohn Chili. Sieht aus, als hätten sie es eilig, irgendwo hinzukommen. Wie gut, dass sich Frank in Car City so gut auskennt. Vielleicht findet er einen Weg um die Straßenbauarbeiten herum. Oder vielleicht auch nicht. Ihr zwei habt heute kein Glück, was? Wo wollt ihr überhaupt hin? Ihr fahrt auf einen Schulausflug? Vielleicht kann euch Supertruck dabei helfen, um die ganzen Straßenarbeiten herumzufahren. Gott sei Dank bist du hier, Carl. In ganz Car City sind Straßenbauarbeiten. Aber der kleine Chili muss zur Schule. Schnell, bevor er seinen Schulausflug verpasst. Glaubst du, Supertruck könnte ihnen helfen? Wirst du dich verwandeln, Supertruck? Wie er loslegt. Da sind sie, Supertruck. Das wird ein riesiger Sprung. Supertruck eilt zur Rettung. Wie kannst du ihnen helfen, zur Schule zu kommen, Supertruck? Oh, Sprungräder, um über den Verkehr zu springen. Gute Idee, Supertruck. Probiert sie an. Keine Sorge, das wird schon, Frank. Lasst uns jetzt zur Schule hüpfen. Da ist eine Menge zum Drüberspringen. Aber nichts, mit dem Supertruck nicht klarkommt. Sieht aus, als würde es Frank am Ende doch Spaß machen. Gerade noch rechtzeitig. Gut gemacht, Supertruck. Viel Spaß bei deinem Schulausflug. Danke für alles, Supertruck. Wärst du nicht gewesen, hätte Franks Sohn seinen Schulausflug verpasst. Habt einen schönen Tag, ihr zwei. Und bis zum nächsten Mal. Es ist ein wunderschön sonniger Tag. Perfekt für ein bisschen Feldarbeit. Nicht wahr, Babs? Oh nein! Diese leere Flasche wirkt wie eine Lupe. Sie kann ein Feuer entfachen. Carl, es brennt bei der Farm. Du musst schnell dorthin. Oh nein! Das Feuer hat sich ausgebreitet. Supertruck, in was wirst du dich verwandeln? Etwas, das mit Feuer zurechtkommt. Hey. Natürlich! Mhm.
Aha. Babs, jetzt bist du in Sicherheit. Du kannst dich vom Feuer wegbewegen. Oh nein, dir ist das Wasser ausgegangen, Supertruck. Schau, Supertruck, dort hinten kannst du dein Wasser wieder auffüllen. Was ist los, Babs? Du kannst Ben nicht finden? Wo ist er? Da ist Ben. Er schläft und bekommt von dem Feuer überhaupt nichts mit. Supertruck, Ben ist im Labyrinth, aber wir wissen nicht genau wo. Du musst ihn schnell finden. Ja, es ist Zeit für den ST-3000. Leg los, Supertruck! Hier, Ben ist hinter diesem runden Maisfeld, aber er schläft immer noch und die Flammen haben ihn umzingelt. Ben, wach auf! Es brennt! Lasst uns schnell hier verschwinden! Puh, das hätte fast eine Tragödie gegeben! Danke, Supertruck! Du hast den Tag gerettet! Oh, schaut euch das an. Eiskalter Orangensaft. Danke, Supertruck. Du bist unser größter Held. Bringst du Mathilda bei, wie sie ihre Geschwindigkeit in einem Notfall verbessern kann, Jerry? Jerry möchte, dass du ihn jagst, Mathilda. Wow, Jerry, du fährst viel zu schnell. Jerrys Gaspedal hängt fest und er kann nicht anhalten. Wir holen besser Supertruck. Jerry macht Geschwindigkeitsübungen auf der Rennstrecke, Supertruck. Aber sein Gaspedal hängt fest und er kann nicht anhalten. Kannst du ihm helfen? Sei vorsichtig, Chili. Geht alle bitte runter von der Strecke. Du bist einfach nicht schnell genug, Supertruck. Immerhin ist Jerry ein Rennauto. Er ist so schnell, dass er ganz verschwommen ist. Wirst du dich verwandeln? Du hast ihn fast eingeholt, Super-Rennauto. Was war das? Jerry fährt rückwärts. Help!
Er fährt auf die Rampe zu. Unternimm etwas, Super-Rennauto. Oh nein, was macht der kleine Chili da? Es sieht aus, als will er versuchen, Jerry zu fangen. Dafür brauchst du wahrscheinlich deinen ST-3000. Mhm. Das Sicherheitsnetz. Klasse Idee. Du hast es geschafft, Super-Rennauto. Du hast den Tag gerettet. In der heutigen Lektion haben wir gelernt, in einem Notfall beiseite zu fahren, damit die Rettungsfahrzeuge durchkommen. Stimmt's, Chili? Eines Tages wirst du auch bei Bränden helfen, aber du musst immer noch die Sicherheitsregeln beachten. Gute Arbeit, kleiner Chili. Baust du ein neues Gebäude? Billy steckt unter Rohren fest und braucht deine Hilfe. Supertruck, es ist Zeit, dich zu verwandeln. Kannst du den Nieser drinnen halten, Billy? Du musst schneller arbeiten, Supertruck. Billy könnte jeden Moment niesen. Pass auf, Supertruck! Hol den ST-3000! Supertruck! Danke, Supertruck, dass du den Tag gerettet hast. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Kinder. Wo fahrt ihr hin mit den Schutzhelmen? Oh, eine Exkursion auf die Baustelle. Wie lustig. Habt einen tollen Ausflug. Wow, pass auf. Yikes. Haltet euch fest, Kinder.
Es ist niemand hier, um die Brücke wieder runterzulassen. Kannst du durchhalten, bis Hilfe da ist, Lilly? Gut, keine Sorge. Supertruck wird wissen, was zu tun ist. Karl, es gibt einen Notfall am Fluss. Lilly und die Kinder hängen auf der Brücke fest. Kannst du helfen? Super, los geht's. Was machen wir nun, Supertruck? Balinda, gute Idee. Wir brauchen ein Fahrzeug, das über den Fluss fahren kann. Wow, ein Superboot. Das ist perfekt. Oh nein, er fällt. Schnell, Supertruck, fang ihn auf. Klasse, gefangen. Ah, er war jeder. Oh Mann! Beeil dich! Benutz dein Netz! Phew, das war knapp! Bist du okay? Oh oh! Supertruck! Lilly kann sich nicht mehr lange halten! Beeilung! Benutz den ST-3000! Schnell! Du kannst den Telekinesestrahl nutzen, um die Brücke zu schließen. Yikes! Halt durch, Lilly! Schon gut. Probier's einfach nochmal. Wow! Du schaffst es! Gott sei Dank. Keine Sorge, ihr seid jetzt alle in Sicherheit. Da sind wir. Ich bin froh, dass ihr noch euren Ausflug machen könnt, Kinder. Ihr habt recht, Supertruck hat wirklich den Tag gerettet. Wie immer. Gute Idee, Supertruck. Vielleicht sollte das Baustellenteam lieber gleich los, um die Brücke zu reparieren. Viel Spaß, Freunde. Bis bald.